Die Malerei hat mich die Geduld gelernt. Zur Kunst bin ich vermutlich gekommen durch meine vielen Kirchengänge, die ich jeweils als Kind absolvieren musste. Und mein Trost war dann immer diese wunderschönen Deckenmalereien. Die Farbe ist das Fundament von dem Bild. Es sind Klänge. Und es lassen sich mit diesen Klängen Emotionen darstellen. Wie dieser Klang ist, ist mir eigentlich egal, ob dieser Klang ein harmonischer ist oder abrupt. Aber er muss in sich funktionieren, stimmen. Mich fasziniert der Prozess der Malerei und die Herausforderung, die sie offeriert. Die Natur ist für mich sehr wichtig und nach all diesen Jahren so zurückgezogen zu leben, bin ich hier noch nicht überdrüssig geworden. Sie ist für mich wie ein Lehrmeister, der mich das Sehen lernt. So fast. Das ist jetzt eine Leinwand, die ich auch, an der es mir nicht gelungen ist, noch so viele Freiräume, so viel von der Leinwand offen zu lassen. Also es ist ein viel dichteres und ein viel, es war viel problematisches, aber jetzt kommt es. Gute Kunst inspiriert mich, gute Kunst. Und dann natürlich, wenn ich arbeite, und dann kommt oft auch, werde ich inspiriert, weil ich fühle mich herausgefordert oder es kommen Gedankengänge hinein. Es ist selten, dass ich eigentlich, wie man so schön sagt, diese romantische Idee, dass man von der Muse geküsst wird, an die glaube ich nicht.